Hallo und willkommen zurück zu einem weiteren Part von Ghost Recon Breakpoint. So, jetzt gucken wir uns hier mal ein bisschen um. Gut. So, bevor ich jetzt überhaupt mit irgendjemandem rede. Spielinfos ansehen, ja, ne, will ich ja nicht. Man kann sich ja wahrscheinlich auch irgendwelche Nebenmission oder so abholen. So. Ups. So, müssen wir jetzt eigentlich mit ihm hier reden? Hast du damit gerechnet? Gut, dann reden wir mal mit ihm hier. Ist bei euch alles okay? Nur wir zwei sind vom Trupp übrig. Kein Funk, keine Drohnen. Und wir haben genau zwei Gewehre und 8 Magazine. Die Einheimischen haben Wasser. Und ein paar Vorräte. Die Höhle ist echt unglaublich. Wahnsinn. Atemberaubend. Ja. Sie sind alle relativ freundlich, aber sie halten uns an der kurzen Leine. Was hat unsere Vögel abgeschossen? Keine Ahnung. Aber da draußen gibt's auf jeden Fall Feinde. Ich hatte einen Zusammenstoß mit Soldaten, die sich Wolves nennen. Mit wem haben wir es da zu tun? Erstmal habt ihr es mit mir zu tun. Haben Sie hier das Sagen? Wer will das wissen? Mein Rufzeichen ist Nomad. Ich bin verantwortlich für die Operation. Mit Operation meinen Sie wohl das riesengroße Desaster hier? Hey, alter Mann. Immer schön freundlich. Ich will nur rausfinden, warum uns ein Haufen Infanteristen in den Schoß gefallen ist. Jemand hat vor der Küste ein Frachtschiff der Marine versenkt. Danach ging der ganze Aurora-Archipel vom Netz. Wir wurden geschickt, um der Sache auf den Grund zu gehen. Ehe wir uns versahen, schoss irgendwas unsere Helis ab. Fast die Hälfte meiner Soldaten ist tot. Wir nehmen an, dass es eine Art Militärputsch gab. Sentinel, diese Militärfirma, hat den Ausnahmezustand verhängt und setzt ihn mit der alten Stiefel im Nackentechnik durch. Skelltech stellt noch denselben Hightech-Kram her wie immer. Nur sind es jetzt vielleicht mehr Waffen. Nicht gerade das liberale Utopia, das J-Skell verspricht. Wo finde ich J-Skell? Ah, den Kopf von Skelltech persönlich. Hm? Wir haben ihn nicht gesehen. Aber seine Drohnen behalten die Inseln im Auge. Sie denken, dass er damit zu tun hat? Wir wissen nur nicht, wieso. Okay. Das herauszufinden kommt auf meine To-Do-Liste. Kann ich zu den Verwundeten? Ja. Einer ihrer Leute braucht Ruhe, aber kann den Mund nicht halten. Beruhigen Sie ihn, ja? Kommen Sie danach zu mir. Ich werde Sie rumführen. Ja, doch, die Hülle ist schon ziemlich... So, warte mal, was haben wir denn jetzt hier? Okay, haben wir denn jetzt hier alles... Das ist neu. Kompensator im südlichen Teil der Region. Das geht südlich. Verringert den Hochschlag des Laufes, verstärkt den Mündungsblitz. Ja, den Mündungsblitz soll es dann nicht verstärken. Ich will, dass er vermindert wird, damit man mich nicht so leicht findet. Okay. Gut. Das kann man sich alles in... Hättest du gedacht, dass es mal so endet, als Sentinel auftauchte? So, was haben wir denn hier nun schon wieder bekommen? Ne? Das
So, wo haben wir denn hier mal eine neue? Wo, wie denn, was denn jetzt denn nun? Okay, gut. Gut, dann reden wir mal mit dem Jungchen hier. Hättest du gedacht, dass es mal so endet, als Sentinel auftauchte? Halt. Hey. Wie geht's dir, Mann? Nomad. Wer ist übrig? Wer lebt noch? Ganz ruhig, Kumpel. Ich tue, was ich kann. Du verdammter Superheld. Hier. Ein neues Spielzeug. Ich finde Midas nicht. Aber Weaver ist... Ruh dich nur aus. Wir kümmern uns drum. Die Wasp? Naja. Der Funk ist ausgefallen. Ich erreiche das Schiff nicht. Ich rede mit Matt Schulz, dem Chef hier. Vielleicht hat er ein Boot für mich. Keine Sorge. Ich komme mit Hilfe zurück. Geh. Okay. Also hier wird man ja erstmal mit Informationen hier totgeprügelt. Ich habe ja auch noch nicht durchgeblickt. Muss ich nochmal alles in Ruhe angucken. Oh Mann, da blicke ich jetzt auch noch nicht durch. So, jetzt... lass mich jetzt hier in Ruhe. Oh, Alter. Unser Einsatz hier war hart. So viele Verluste. So viele Verwundete. Meine Verbündeten. Meine Brüder. Erledigt von einem Mann, dem wir vertraut haben. Aber wir sind Ghosts. Alleine sind wir schon beeindruckend. Gemeinsam sind wir unaufhaltsam. Auch andere haben überlebt. Und ich habe die tödlichsten gefunden. Als Team werden wir den Kampf zu unseren Feinden tragen. Wir rächen unsere Gefallenen. Denn wir sind Ghosts. Sie stehen zur Verfügung, nachdem ihr Erewhon zum ersten Mal erreicht habt. Fury, Fixit und Vasili können aktiviert und jederzeit wieder weggeschickt werden. Ihr könnt sie jetzt von Anfang an vollständig anpassen. Zu der Anpassung gehören alle körperlichen Merkmale sowie Ausstattung, Zubehör und sogar ganze Kostüme. Ihr könnt die Teammitglieder im selben Maß anpassen wie eure Hauptfigur. Und sie folgen immer eurem Verhalten. Wenn ihr leise vorgeht, nutzen sie Schalldämpfer und gehen in die Hocke. Oder wenn möglich in Bauchlage. Aber wenn ihr beschließt, laut zu sein und das Feuer eröffnet, bleiben sie an eurer Seite. Habt ihr eure Teammitglieder eingesetzt, könnt ihr ihnen über das Befehlsrad Befehle erteilen. Es gibt 4 verschiedene Befehle, die ihr euren Teammitgliedern geben könnt. Ihr könnt ihnen befehlen, sich bei euch neu zu sammeln,
ihre aktuelle Position zu halten, an einen bestimmten Ort zu gehen und das Feuer auf Gegner in der Nähe zu eröffnen. Diese Befehle könnt ihr jederzeit geben, selbst wenn ihr Fernglas oder Drohne benutzt. Im Angesicht einer drohenden Gefahr geben euch eure Teammitglieder Bescheid und markieren sie automatisch. Bei guter Sicht auf eure Gegner ist ein Simultanschuss möglich, bei dem jedes Teammitglied einen Gegner ausschaltet. Kombiniert sie mit euren 3 Simultanschussdrohnen und schaltet 7 Ziele gleichzeitig aus. Die Teammitglieder sind stets mit Waffen ausgerüstet. Ein vielseitiges Sturmgewehr, das in allen Situationen hilfreich ist, und eine Primärwaffe, die ihr nach Belieben optimieren könnt. Tatsächlich stehen außer den Modellversionen und passiven Boni alle Optionen des Gunsmith für eure Teammitglieder zur Verfügung. Und ihre Waffenauswahl hat direkte Auswirkungen auf dem Schlachtfeld. Abhängig vom ausgerüsteten Waffentyp passen die Teammitglieder ihre Angriffsentfernung und Feuerrate an. Vom Nahkampf mit Schrotflinten bis zum Scharfschützeneinsatz auf große Entfernung. Wenn ihr kampfunfähig seid, werden eure Teammitglieder alles versuchen, um euch zu retten. Dafür konzentrieren sie ihr Feuer auf die Gegner in eurer Umgebung, bevor sie zu euch kommen. Und sie erwarten dasselbe von euch. Vor allem, weil ihr sie in Sicherheit tragen könnt, wenn die Situation es erfordert. Wir sehen uns auf dem Schlachtfeld, Ghosts. So, kann ich jetzt mal weitermachen? Gut. So. Wo zum Geier muss ich denn jetzt nun eigentlich hin? Ja, jetzt wird nur so ein scheiß Tutorial hier. So. Ich will diesen PvP-Kram aber nicht machen. So. Wo zum Geier muss ich denn jetzt nun eigentlich hin? Ich renne jetzt erstmal dahin. Nee, hier. Hey. Ach so, im Nebeneinsatz. Aufführungsdaten zum Sammeln auswählen. Nein, kein Grund zur Sorge. So, wie kann ich das denn jetzt mal... Ich kann jetzt hier irgendwie nichts nehmen, nichts machen. Gut, daneben nicht. So, aber sie hat ja gesagt, dass sie mich rumführt, die gute Frau. So, was sind das jetzt hier eigentlich da für gelbe Pünktchen da? Robert, Scott Butcher hier. Sir, schön Sie zu hören. Ich habe die Berichte über Ihren Aufenthalt auf Aurora gesehen. Gute Arbeit. Die Verschwörung ist aufgeflogen. Aber der FSB hat uns mitgeteilt, dass sich Stone mit einer Gruppe russischer Ultranationalisten eingelassen hat. Die haben einen riesen Vorrat an chemischen Waffen. Wir glauben, dass sie die Drohnentechnologie nutzen wollen, um einen koordinierten Terrorangriff auf die USA durchzuführen. Das Leben von Millionen Amerikanern steht auf dem Spiel. Sie müssen diese neue Organisation ausschalten, indem sie ihre Führungsriege eliminieren. Stone hat die höchste Priorität. Ich schicke Ihnen aktualisierte Infos mit den wichtigsten Zielen. Das kommt von ganz oben. Aber da im Kongress und auch sonst alle Augen auf uns gerichtet sind, können wir keine Hilfe schicken. Verstanden, Sir. Ich enttäusche Sie nicht. Wir zählen auf Sie, Nomad. Viel Glück. Okay. So. Hättest du gedacht, dass wir hier... So, was haben wir jetzt hier drüben? Okay. Okay.
Mann. Weaver war ein guter Kerl. Das war er. Ging nicht mal aufs Klo, ohne seine Ausrüstung zu checken. Der überließ nichts dem Zufall. Wie hat er es getan? Bitte. Sag schon, wie hat er es getan? Er hat ihn hingerichtet. Wie einen tollwütigen Köter. Hinterhältiges Stück Scheiße. Ob Midas es geschafft hat? Der Typ hat die Grenze bei Juarez stockbesoffen in knappen Shorts und Badelatschen überquert. Wenn jemand allein zurechtkommt, dann er. Gott, das war vielleicht was. Mit ihm haben wir eine Chance. Vielleicht. Wenn wir zu dritt sind, du, ich, Midas, finden wir dieses Stück Scheiße Walker und machen ihn alle. Das müssen wir tun. Für Weaver. Du bist nicht gerade in der Verfassung zu kämpfen. Wirst du überhaupt wieder laufen können? Muss ich. So lasse ich mich nicht abservieren. Hol dich aus, Kumpel. Bis später. Bis später. Hättest du gedacht, dass es mal so endet, als Sentinel auftauchte? Okay, gut. Alles klar, so. Ganz ehrlich gesagt, mit den ganzen Informationen, was man hier alles kriegt und was hier und dies und das. Ich bin im Moment, ganz ehrlich gesagt, etwas überfordert. Ich habe jetzt überhaupt keine Ahnung, wo muss ich jetzt letztendlich hin. Um hier mal die Hauptstory weiter voranzutreiben, denn... Gut, ich gehe erstmal wieder zurück. Oder ich denke mir mal, ah ja, hier ist ja der Boss. Ja, machen wir mal Diskussion. Zum Glück haben Sie diesen Ort entdeckt. Rowan Brown wusste schon eine Weile davon. Wir dachten uns, heilige Orte sind eine gute Zuflucht. Aber es ist ziemlich feucht. Wir arbeiten noch dran, okay? Immerhin konnten wir bisher unentdeckt bleiben. Mit euch, unseren Leuten und ein paar Skelltech-Angestellten. Ich glaube nicht, dass sie Anlass für Beschwerden haben. Oh, ich beschwere mich nicht. Es ist super. Das war sicher eine hübsche Insel ohne die ganzen Militärs und Killerdrohnen. Das war sie. Früher habe ich noch oft die Basis verlassen. Ich habe mir freigenommen und bin wochenlang nur mit einem Rucksack umhergewandert. Ich werde sicher auch ein paar Sehenswürdigkeiten sehen. Diese Inseln haben so oft den Besitzer gewechselt. Sie sind wie eine Zeitkapsel. Ich denke oft, eines Tages werde ich mir das alles nochmal ansehen. Ich meine, bevor ich zu alt für die Reise bin. Nicht, dass ich jetzt besonders weit käme. Sie sehen nicht aus wie ein Skelltech-Mitarbeiter. Nein. Ich war Marine auf dem Flottenstützpunkt hier. Einige unserer Leute lebten mit ihren Familien dort. So wie Maria, meine bessere Hälfte. Als die Navy hier in den 90ern den Betrieb einstellte, blieben ein paar von uns, um ein neues Leben zu beginnen. Wir haben lang daran gearbeitet, Aurora zu unserem Zuhause zu machen. Und jetzt sind sie Sentinel im Weg. Die meisten meiner Leute haben sich hier versteckt. Ich bin schon ewig nicht mehr zu Hause gewesen. Aber ich unterstütze jeden in Grün. Ihr Soldaten könnt bleiben, solange ihr keinen Ärger macht. Und uns helft. Wissen wir zu schätzen. Wir sprechen uns später. Bis dann. So, wo ist denn jetzt eigentlich die Frau, die mich rumführen wollte? Wir müssen unseren Kranken helfen, aber dabei selbst gesund bleiben. Haltet euch da draußen an die Hygienevorschriften. So. Also, ne, mit denen kann ich jetzt nicht reden. Da ist die Krankenstation.
im Biwak ausruhen. Gut, dann machen wir das auch mal. Okay. Munition wurde aufgefüllt. Jedes Mal, wenn Sie zu einem Biwak kommen, können Sie eine Aktivität ausführen, die Ihnen eine temporäre Stärkung verschafft. Okay. Außen. Denen. Alles klar, für 60 Minuten. Gut. So, wie komme ich euch hier? Also ich bin ehrlich gesagt jetzt maximal überfordert mit den ganzen. Hast du gedacht, dass es mal so endet, als Sentinel auftauchte? Maximal überfordert. Welt 2.0. Okay, hier ist die Frau, ja. Sind Sie bereit für die Tour durch Arrow One? Klar, ich will auch in den Souvenirshop. Sicher doch. Peng, Peng! Der Flottenstützpunkt wurde vor Jahren geschlossen. Woher die Kinder? Bloom und Bean Nomad. Drei Generationen leben auf der Insel. Ich will ehrlich sein. Es gefällt mir nicht, dass Soldaten hier sind. Das ist riskant für die Kinder. Aber mein Mann blutet rot, weiß und blau. Wir würden sie niemals abweisen. Ich kann Ihnen mit Ausrüstung und Nachschub helfen. Sie und Ihre Leute können da Ihr Lager aufschlagen. Wenn es Ihnen in den Fingern juckt, reden Sie mal mit Sergeant Brown. Er hat früher auch in der Armee gedient. Er sucht mit Vorliebe die Insel nach diesen Elitesoldaten ab. Sie nennen sich Wolves. Rowan fängt gern Streit mit denen an. Drüben in der Einsatzzentrale arbeiten wir an der Logistik. Für gewöhnlich finden sie Mads dort. Dann gibt es noch diese Skelltech-Ingenieurin Jericho. Sie sorgt sich wegen was Großem auf einer der anderen Inseln. Aber zu dem Picknick sollten sie ein paar Freunde mitnehmen. Also wie gesagt, wir werden sie sicher nicht abweisen, aber tun sie besser nichts, das unsere Gemeinschaft gefährdet. Oh, ich denke sie an, dass sie schon in Gefahr ist. Aber keine Sorge. Ich werde versuchen, sie alle zu schützen. Hoffentlich reicht das. Was muss man tun, um in Welt 1 zu leben? Skell ist schon schlimm, aber jetzt scheint das wie die gute alte Sache. Okay. Hatten wir noch keine Militärs am Hals? Ja, wie gesagt. Ich habe bis zum Moment überhaupt keine Ahnung, was ich jetzt hier alles machen kann und wo ich jetzt eigentlich hin soll. Also, Hilfe. Hilfe. Ich bin überfordert. Oh Mann, ey. Also, das ist hier irgendwie noch ein Einsatz. Mit Holt sprechen. Okay, gut, dann sprechen wir mit Holt. Hättest du gedacht, dass es mal so endet, als Sentinel auftauchte? Ich weiß, ich weiß. Raids, nee, will ich auch nicht hin. Das ist die Einsatzzentrale. Wo ist denn jetzt nun?
Wo war jetzt die Krankenstation? Ach, da vorne. Ich will mein Leben nicht als Laborratte für Völkermord verbringen. Schulz soll ein Meeting einberufen, sobald sie uns das Gegenmittel gespritzt haben. Wir müssen besprechen, wie wir Sentinel für all dieses Leid büßen lassen. Wie geht's dir? Ganz gut. Aber hör zu, du musst dir etwas ansehen. Da drüben auf dem Tisch. Erkennst du ihn? Ja, sein Name ist Victor Kost. Black Ops, alter Schule. Ich schätze, dass er für die CIA hier ist. Wenn er ein Spitzel ist, dann könnte er uns vielleicht helfen. Soweit ich weiß, hält er sich irgendwo in der Channels-Region auf. Du solltest da mit der Suche anfangen. Werde ich tun. Mal sehen, was ich rausfinde. Das war ein guter Fund. Schön, dass ich helfen kann. Obwohl ich angeschlagen bin. Deep State Episode 2. Spielen Sie den ersten Einsatz kostenlos. Ich will das da jetzt alles nicht, Herrgott nochmal. Ich will nur die Hauptstory spielen. Kapiert ihr das denn nicht? Hättest du gedacht, dass wir hier enden? So, Leute, ich beende jetzt erstmal den Part. Ich habe überhaupt keinen Plan mehr. Ich bin hier völlig durch. Ich habe jetzt echt keine Ahnung, was ich jetzt hier als nächstes machen muss, wo ich jetzt hin muss. Also, ich bin hier jetzt völlig überfordert. Ich bin hier völlig überfordert hier. Komplett. Also, ne, komplett. Ich bin völlig durch jetzt erstmal. Ich habe im Moment überhaupt keine Ahnung, was ich jetzt als nächstes machen muss. Wir müssen unseren Kranken helfen, aber dabei selbst. So, aber jetzt reden wir doch nochmal ganz kurz mit ihm hier. Eine Weg von der Insel finden. Wie geht's Ihrem Freund? Er hält durch. Dank Ihrer Hilfe. Kennen Sie einen Lieutenant Colonel Walker? Ist das nicht der, der mit diesen Wolves arbeitet? War Mascartex Militärberater. Und früher im Einsatz. Kennen Sie ihn? Ja. Wir kennen uns. Gleiche HV-Frisur wie ich, auch nicht schlecht. Sie sehen sehr entschlossen aus. Sie haben wohl große Pläne. Wissen Sie, wie ich von dieser Insel komme? Klar. Und uns einfache Leute sich selbst überlassen. Oakland ist 2000 Kilometer weit weg. Verdammt langer Weg, wenn man mit eingekniffenem Schwanz rennen muss. Ich lauf nicht davon, Mads. Die USS Wasp liegt nur ein paar Kilometer vor der Küste. Wenn ich sie erreiche, kann ich mit Hilfe zurückkommen. Die Wasp, Keine Ahnung, ob es mir gefällt, wenn diese Leichtmatrosen auf der Insel rumrennen. Es sind doch ein paar Ledernacken an Bord. Na, wenn das so ist. Gut. Ich will ehrlich sein. Wir haben keine Chance gegen ehemalige Spec Ops. Deshalb wollen ein paar Freunde, Selbstversorger und Skull-Mitarbeiter, die Inseln auf Booten verlassen. Garantieren Sie ihnen Schutz auf der Wasp? Auf jeden Fall.
Okay. Ich sag ihm, wo die Boote sind. Okay, so. Okay, wo muss ich denn jetzt nun hin? Okay. Fünfzehn Kilometer in die Richtung. Echt jetzt? Erstmal muss ich jetzt hier wieder raus. Ich habe keine Ahnung, wo ich jetzt hier wieder rauskomme. Ja, doch, hier glaube ich, ne? Ja. Oh Mann, ey. Also hier wird mir ja schlagen mit Sachen, was man machen kann und. Also ich habe keinen Durchblick. Um Gottes Willen. Okay, hier stehen hier vor mir zwei Hubschrauber rum. Einmal, als ich kurz hier draußen war, war das nur einer. Und jetzt sind wir schon zwei. Aber egal, ich beende jetzt hier den Part. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es gefallen hat, Däumchen, Abo und sagt, das Sieg soll wieder dabei. Bye, bye.